Guten Mittag wünsche ich allen und willkommen zu einer neuen Folge Dawson Bot. Jo Leute, ich muss was sagen, und zwar, wir haben jetzt Patch Nummer 9 mittlerweile und ich zeige euch mal, das von diesem Quicksave nochmal neu geladen, weil ich ja einen Ansehenspunkt einfach verschenkt habe, aber habe das alles so gut wie es geht rekonstruiert. Nur eine Sache, ne? Wir haben jetzt ein paar Überlebende mehr. Also wir kriegen noch mehr Ansatzpunkte. Yay! Ach ja, und Olaf hat sich leider in den Arm gebrochen währenddessen. Aber das heißt, wir müssen erstmal kurz shoppen gehen. Ich habe schon die nächste Patrouille angenommen für die Weserübung. Wir müssen noch einen Kollegen wieder mitnehmen hier. Und zwar Firefox ist noch 2 Tage verhaftet. Und Wolfgang noch 20 Stunden. Ja, während wir hier auffüllen, können wir dann Wolfgang wieder mitnehmen. Entschuldigen Sie, Herr Offizier. Und Firefox. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Ich hoffe, die haben ihre Lektion gelernt. So, erstmal ein bisschen Munition. Bisschen was zu essen. Ein bisschen davon. Irgendjemand hustet mir gerade voll ins Ohr. Wir brauchen Torpedos. Gegenstände haben wir voll. Ah, und was sie jetzt wohl gemacht haben, man kriegt wohl eine Benachrichtigung, wenn man irgendwie low on supply ist. Also irgendwie, wenn viel Zeug fehlt oder so. Ich hätte das auch schon vorher aufhören können. Naja, egal. Wir müssen eh warten, bis die Torpedos alle da sind. Klatschen wir die Sachen hier mal rein. Urlaub gibt es erst, wenn die Weserübung beendet ist. Herr Kaloin? Herr Kaloin? Hab ein paar Materialien gebraucht. Ich erwarte Ihre Du hast drei, du hast drei. Das heißt, wir brauchen vier. Herr Kapitän? Dann holen wir nochmal vier Arztkoffer. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Oh, ich muss nicht. Oh. Mein Gott. Wieso das denn? Dummenieserei hier. Den bitte. Und den auch. Dann spulen wir nochmal vor. Und gestern war irgendwie voll der merkwürdige Tag. Ne? Nicht nur, dass ich erst diese Mission hier wiederholt habe. Dann geht mir die Aufnahme von Fallout kaputt. Könnte ich das auch nochmal wiederholen, die ganze Stunde. Und mein Upload-Programm war gestern auch die ganze Zeit am Rumspinnen. Und dann hatte ich irgendwie Bock auf Saufen und habe mir, naja, ein bisschen Sangria eingeflößt, würde ich mal sagen. Ne? Und den nehmen wir auch noch mit. Jo. Und bei euch so. So. Nicht vergessen, die Leute wieder mitnehmen hier. Erstmal kommt Wolfgang mit. Dann schmeißen wir Wolfgang Schwarz von Bord. Ihr Kollege kommt mit. Olaf wird sich erholen. Ist nur ein gebrochener Arm. Der hat einfach nur keinen Bock zu arbeiten. So. Wir sind voll ausgerüstet. Wir haben 7 Ansehenspunkte statt 5. Halbe Fahrt voraus. Und wir geben mal Vollgas. Oh, ich liebe das ja, wenn die Schrauben so anlaufen, ne? Ah, dass man da nicht so ein Stück näher ranzoomen kann, ne? Dass er dann immer in die Innenansicht geht. Oh, gemein, ne? Was machst du da eigentlich, Kollege? Hast du echt nichts zu tun, ne? Ich benötige Ihre Unterstützung. Folgen Sie mir. Wieso steht der Typ da oben? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie ist denn überhaupt? Ibisu, was soll das? Ja. Geh dann weg. Bestätige.
Hell dunkel. Naja, aber das Logo haben sie immer noch nicht richtig gemacht, ne? Ja, hier sieht man auch, dass das für das Typ 2 die Mod eigentlich nicht gedacht ist, aber... Hey... Beim Typ 7 sieht es dann umso besser aus. So, wie bist du? Rini. Folgen Sie mir. Natürlich, Herr Kaloy. Folgen Sie mir. Natürlich, Herr Kaloy. Boah, pinkt der, ey. Was liegt da weg? Bestätige. Ja, die Stabilisierung ist aber an sich eigentlich aus, ne? Ja, ich habe die Mod ja wieder runtergeschmissen und in den Einstellungen steht, glaube ich, dass aktiviert ist, aber. Nö. So. Jetzt bleibt er da einfach stehen. Hast du echt nichts zu tun, Mann? Jetzt chillt einfach seine Nuggets ein. Ich glaub's aber nicht. 40 Grad. Oh, wir sollen hier vorne noch hinjiggen. 145 Grad. Jojo. Kurs setzen. Dann nochmal. Können die das nicht wann die da einbauen? Ich will das nicht jedes Mal machen müssen. So, mit der Forschung werden wir noch ein bisschen warten. Wir haben zwar sehr viele Leute, die forschen könnten. Wenn wir jetzt hier sagen, hier also sehr viele Leute hier. Stefan Trömmel, warum bist du Stufe 3? Wer bist du überhaupt? Keine Ahnung. Nee, aber Bobby Starner macht das. Ah, du kannst auch alles. Ingenieur. Weil wir können hier eh keinen neuen Turm drauf bauen. Wir könnten die Batterien erforschen oder das GRG. Aber ich spare mir die auf für einen anderen Grund. Denn wir brauchen noch drei Ansichtspunkte für was ganz, ganz Wichtiges. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Super, ganz wichtig. Wie wichtig? Extrem super krass wichtig. So ultra mega hype wichtig. Das ist hyper wichtig. Ich höre schon auf, ne? So, die Moral ist jetzt super. Geld haben wir. Gemüse. Da fehlt ein E. U-Boot. 325 Grad. Die haben auch eigentlich die deutsche Übersetzung noch mal ein bisschen überarbeitet, aber da fehlt ein E. Mein Gott. Und Wuchs. Aber Ersatzteil und Verbandskaste. Heilung 15 Grad. Und Ersatzteile. Warum fehlt da überall der letzte Buchstabe? 305 Grad. Nee. Super strange. Go. Ist du mal weg da? Rauch am Horizont. Smoke on the water. Fire in the sky. Aber wir könnten hier mal vorbeischauen. Vielleicht haben wir dann das Glück, dass die Mission sehr schnell vorbei ist. Denn wir haben nicht mehr viel Zeit. Bis zum 10. Juni haben wir nur. Über ein mögliches Ziel in diesem ja. Wo war denn nu? Vom BDU erhalten. Finden Sie Empire Dawn AN441. AN441. Da sind die. Die wollen da hin, glaube ich. 51 Grad, hat er gesagt, ne? Die wollen straight nach Bergen, ne? Finden Sie Empire Dawn. Naja, dann können wir die theoretisch ja direkt abfangen, ne? Aussetzen. 'Können wir uns nämlich noch ein anderes Achievement holen. Und zwar finde die Nadel im Heuhaufen.
Stunden Pause. Jawohl, weiter geht's. Jawohl. So, also fahren wir nämlich auch durchs Patrouillengebiet. Melde mich zum Dienst. Ja, wäre schön. Gib mal Gas. Patrouillengebiet erreicht. Ja. Das erstmal so ausfahren, zack. Und dann fährt er sie gleich wieder automatisch ein. Warum das mit dem automatischen Ausfahren nicht funktioniert, weiß ich nicht. Da habe ich keine Informationen drüber. Meter. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hochraum besetzen. Aber war doch richtig, oder? Bla 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 bla. Kurs von 56 Grad. Oh. Sagen wir mal. 56 Grad. Dann wären die. Naja. Da wo wir sind, ne? Da. Oh, wir gehen ohne. Sind die Lumpies? Die sind schon hier oder so. 25 Meter. 45 Meter. Schraubengeräusche. Großer Konvoi. Peilung. Warum haben sie gefunden? Jo, dann passt das ja. 50 Meter. So, die Batterien sind fast voll. Große Fahrt voraus. Wir lassen die nochmal eben ein bisschen laden gleich. Äußerste Kraft voraus. Und dann brauchen wir eigentlich nur Empire Dawn und noch ein anderes Schiff platt machen. Ach ja, und ich muss gestehen, ich habe mir noch ein anderes Achievement geholt, als ich hier das nachgezockt habe. Und zwar treffe 3 Torpedotreffer innerhalb von 2 Minuten, weil die lagen hier alle vor Anker. Und dann habe ich mich so hier positioniert und habe die 3 Schiffe, die hier lagen, komplett weggebastet. Schraubengeräusche. Und man musste nur treffen, man musste nicht innerhalb von 2 Minuten versenken, sondern nur 3 Torpedotreffer in 2 Minuten. Und dann kriegt man das Achievement. Aber ihr würdet das sowieso hier nicht sehen, ne? Große Fahrt voraus. Mit Sergus. Eine Stunde ist das Ding nämlich auch voll. Ja. Äußerste Kraft voraus. Männer! Alarm! Auf Gefechtsstationen. Als eingespielte Mannschaft werden wir dem Feind zeigen, wozu ein U-Boot in der Lage ist. Dahin, du gehst an den Torpedorechner und du kannst einfach deine Nuggets checken. Ich benötige Ihre Unterstützung. Folgen Sie mir. So, dich brauchen wir nicht, dich brauchen wir aber hier. Dann finden wir die Empire Dawn. Vielleicht haben wir Glück und die sind direkt hier vorne irgendwo. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ja, wir sind sowieso schneller als berechnet. Der erste fette Konvoi, ja. Aber es geht nur darum, die Mission hier schnell abzuschließen.
Nichts anderes ist wichtig. Das heißt, 7000 Tonnen eben versenken und abhauen. Wie tief ist denn das hier? Oh, verdammt, das ist zu tief, oder? Mach mal ein Echolot. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Aber wir können bis 150 Meter locker gehen, ne? Das heißt, wir können 180 Meter gehen. Tiefe unter Kiel, 145 Meter. Können wir uns ja einfach um den Meeresboden setzen. Ist ja kein Thema. Konvoi in Sicht, Peilung 350 Grad. Das ist Empire Dawn. Da glaube ich aber nicht, ja. Okay. Kurs setzen. Wie denn hin? Bestätige. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ach, die haben hier schon richtig Spaß, oder was? Das ist sie. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ah, oh, wir jiggern noch mal ein bisschen näher ran. Warum haben die hier so Probleme? Werden die gerade von irgendwas anderem versenkt oder was? Machen die mir mein Achievement kaputt? Was zur Hölle ist mit denen nicht in Ordnung? Nee. Oh, das ist aber ein Schlachtschiff. Ja, aber das ist unser Ziel, ne? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Irgendwie haben die sich hier mit einem Sammelpunkt. Mit griesgenade Dude. Wieder. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sagen wir mal, die dumm oder so? Wieso steuern die alle auf den einen Punkt zu? Schieb dich da nicht vor oder so, ne? Ja. Super strange. Vor zwei Bewässern. Ah, der Winkel ist auch mega kacke. Vor zwei Bewässern. Ah, 5 Kilometer müsste der eigentlich hinkriegen, ne? Kurs setzen. Gibt sich gerade noch ein anderes Schiff vor. Ja, komm, wir riskieren es einfach. Los! Auf Seerohrtiefe. Sehen die uns jetzt wieder hier? Halbe Fahrt voraus. Sind doch nur auf 15%. Wie können die uns sehen? Herr Kaloy, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Wir wissen, wie es geht. Ja, super. Drehen wir den Spieß gegen diese Jäger um. Das hier ist es, ne? Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ja. Könnt ihr mal schneller tauchen? Boot für Rundumblick eingesteuert. 20 Sekunden. Auf E-Motoren wechseln.
Komm schon. Jo, das war doch ein Volltreffer. Nämlich kriegt der Achievement nicht mehr. Muss halt nur noch sinken, aber die werden jetzt vom Bord springen und dann fackelt der Kahn komplett ab. Yeah, geil, ne? Und das Kriegsschiff nehmen wir auch noch mit. Also den Kreuzer da. Geh unter. Ja, die Nadel im Heuhaufen. Nice. Da haben wir sie. Die Country Class. Ja, das ist ein Zerstörer. Das Ding in die. Der Winkel müsste nur ein bisschen besser werden. Eigentlich bei 75 Grad müsste der auslösen, ne? Ich will hier nochmal eben speichern. Hier haben wir noch ein paar Torpedos. Wir sind aber erst bei 90. Wie brauchen wir denn? 50. 2 Meter. Aber der klatscht doch hier irgendwo voll gegen, ne? Komm, wir haben noch 4 Torpedos an Bord. Los! Kurs setzen. Und? Torpedo ist auf halbem Weg. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Geil, voll durchs freie Feld, ey. Das muss er nur noch auflösen. 10 Sekunden bis Einschlag. Der Auflöser. Und löst der aus? Yes. Der hat ausgelöst. So, jetzt suchen wir uns noch mal andere Opfer hier. Das Ding hier zum Beispiel. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Vorteil bewässern. Gehen wir auf 4. Ah, wir warten noch eben ein kleines bisschen hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ah, guck mal. Ich habe aber echt keine Ahnung, was hier komplett schief gelaufen ist in den Konvoi. Kein Plan. Mal sehen, ob die das Schiff noch gerettet kriegen. Ich glaube nicht. Grad. Wird's mehr, wird's weniger, es wird mehr. Komm, raus damit. Ok.
Können wir das Ding hier auch noch mitnehmen? Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Wenn unser Hansi Franzi da mal fertig wird. Ich benötige hier etwas Unterstützung. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Die Sussex. Trifft aber ein bisschen weit hinten. Ne? Aber ist okay. Wow. Krassen Schaden, die verursacht haben. Jetzt müsste das Feuer noch überspringen. Ja, genau so. Und boah. Da auch mal einen Schluck. Die. Originaler aus friesischer. Schwarzer Tee, Leute. So, was ist mit dem anderen Kahn da drüben, ne? Aber die Sussex brennt doch wunderbar. Kann hier nicht noch ein bisschen Munition oder so in die Luft fliegen? Ein paar Leute, die schreiend über Bord springen oder so. Ein paar Todesschreie. Mache ich das halt. Haben die Ansicht von den Dingern hier geändert? Glaub schon, ne? Hatte ich schon immer so fett Munition an Bord? Also hier mit den fetten Magazinen kann ich mich gar nicht dran entsinnen. Ich glaube, die haben das Modell überarbeitet. Ja. Kann sein, dass das nicht reicht, ne? Dass das Feuer gleich ausgeht. Ja, es müsste überspringen, ne? Na, da müsste sich hier noch weiter ausbreiten. Aber die kriegen das hier halt gelöscht, so wie es aussieht. Oder? Hm. Oh, wie weit bist du denn, Torfrose? Alle Maschinen stoppen. Mein Kreise kommt was aus und das auch. Wie schaffst du es überhaupt ein Stück leiser zu sein beim Torpedoladen, als dass die Mannschaft atmet? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Mannschaft 79 Dezibel, Torpedoladen 78 Dezibel. Ja, wolltest du den jetzt noch länger streicheln, oder was? Guck mal hin, ey. Die treiben hier mehr, oder was? Jo. Vielleicht haben wir Glück und die springen noch vom Bord. Dann könnten wir die anschließend eventuell looten oder so. Aber so einen merkwürdigen Konvoi habe ich noch nie gesehen. Dass sie alle hier straight auf einen Punkt irgendwie zusteuern. Ich kette das Ding jetzt mal komplett ab. Oh, die Kitten. Ah, die wollen noch nicht vom Bord, ne? Kanonen falsch ausgerichtet, oder? So, die haben keine Lust mehr. Das Schiff geht ohne. Also ich glaube, wenn man zwei oder drei Kreuzer in einem Konvoi vernichtet, gibt es nochmal ein Achievement. Und Flugzeugträger in einem Konvoi.
glaube, da sind es aber 7 oder so. Ich krieg doch ein Achievement für 20 abgeknallte Flugzeuge. Yes! Nein, wo bin ich? Erzähl doch nicht so ein Smoo. So, dass man ein bisschen schneller laden hier. Wenn es geht, heute noch. Super. Könnte jetzt ganz fies sein, Leute. Und zwar könnte ich kurz vorher die Folge beenden, bevor wir den treffen. Nein, mache ich aber nicht. Wir gehen auf 4,5. Los! Raus damit. Ansonsten hätten wir den hier noch. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Kurs setzen. Und da ist wirklich das Problem, dass der hier auf uns zukommt. Der Torpedo ist auf halbem Weg. 20 Sekunden. Ja. Würde reichen, wenn wir den Frachter hier noch versenken. Ne? 10 Sekunden bis Einschlag. Der andere will ja nicht sinken. Und die sind durch. Ja, wer liegt, der fliegt. Kleine Fahrt zurück. Okay, die sind vom Bord. Gut gemacht, ja, und die sind auch durch. Geil. Hüllenbruch, sie sinken. Nice. Wir können von hier aus einmal wieder zurückjumpen. Augen auf. What? Und immer bereit für den nächsten Angriff. Ich hätte die hier immer noch gerne versenkt. Kurs setzen. Langsame Fahrt voraus. Kurs setzen. So langsam pendelt sich das ja hier wieder ein, ne? Oh, da ist noch ein Kreuzer. Den kriegen wir aber nicht. Oder? Wir müssen schon hier irgendwie hin, dass wir den von der Seite kriegen. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Komm, das probieren wir jetzt noch. Das ist noch eine Zerstörer. Rohr 1 geladen. Ein Zerstörer. Ah, das ist ein fetter Kreuzer. Er kommt uns entgegen. Kleine Fahrt voraus. Die uns finden, ne? Rohr 1 bewässert. Er schiebt sich jetzt gerade durch den durch. Kleine Fahrt zurück. Wir wurden von Estek geordnet. Ja, nein. Schieb dich da mal komplett durch. Lass den Kleinen da mal in Ruhe. Oh, jetzt hat er da gerade so ein Schutzschild, ne? 1,3 Kilometer. Wie tief ist das Ding?
5,26. Also 6. Mit Magnetzünder. Müssen wir eigentlich durch den durchkommen, ne? Los! Komm, einen Versuch haben wir. Die fahren nicht mehr weg. Aber die werden jetzt hier noch die ganze Zeit durch die Gegend geschubst, ne? Alle Maschinen stopp! Tauchen auf 150 Meter. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Ja. Sitzen auf dem Boden. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, dass sie hier sinken, ja. Aber wir geben auch ein blaues Licht. Wir können noch warten, bis sie alle weg sind. Aber eher hier wenig abhauen, ne? Cornwall ist da. Wir kratzen gerade mal über dem Meeresboden. Ups. Wir könnten theoretisch neben dem Ding auftauchen und ihn ganz schnell abknallen. Ja. Gehen wir auf Zero-Tiefe. Macht die Folge heute ein bisschen länger, Leute. Da sind die. Kannst hier hinter positionieren. Dann könnten wir die eiskalt abknallen. Falls das schief geht, können wir direkt nach Hause teleportieren. Ne? Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy?
Lass den Mann noch mal vorbei. Ah, dass sie sich ja alle im Weg stehen, ne? Herr Kaloyan, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Wir wissen, wie es geht. Dann lass den Mann da noch mal hin. Jawohl, ich kümmere mich darum. Wir müssen schon direkt hinter denen sein. Ist das gut? Kleine Fahrt zurück. Ah, jetzt wird's lustig. Triple A, Leute. Auftauchen, abknallen, abhauen. Kann sein, dass sie zurückballern, ne? Aber wir können eine Sache machen, und zwar 0-0. So, dann geht keiner oben auf die Brücke. Das ist ein Job für den Kaloyan. Schneller. Keine Zeit. Eine Sache eben noch. Ich hätte gern das Ziel. Danke. Der hat richtig gesessen. Suchscheinwerfer beschädigt. Startseerohr ist beschädigt. Luftzielseerohr ist beschädigt. Kreiselkompass ist beschädigt. Ja. Das Maschinengewehr noch in Ordnung? Nein. Wieso hat sich das denn wieder aufgerichtet? Er wird sich verarschen, ne? Ey, wir hätten ein bisschen näher rangemusst, dann treffen die uns, glaube ich, nicht, oder? Ja, theoretisch können die gar nicht so tief mit ihren Kanonen, dass sie uns treffen könnten. Aber wieso zur Hölle hat sich das denn aufgerichtet? Wir werden das jetzt doch versenken, Leute. Kann doch nicht angehen. Alle Maschinen stopp. Ja genau, jetzt richte dich einfach wieder auf. Wir haben unsere Position erreicht. Ja. Wo könnten die uns gar nicht kriegen mit den Kanonen? Diese Ohrenwechsel.
Ey, wie können die uns treffen? Das Ding wäre es wahrscheinlich auch schon kaputt, ne? Ja, das ist den kaputt. Wie können die uns treffen damit? Ist völlig unlogisch. Und wie können die so schnell schießen? Ja, das ist so ein Witz, Also manchmal ist die Game-Logik einfach kacke. Oder wir müssen es eben von ein bisschen weiter weg machen. Ne? Die fahren auch, ja. Ey, dass sie uns einfach treffen können. Tanks anblasen. Wir müssen die doch nur kurz ein bisschen treffen, ja. Da wurde ich aber zu viel. Schade. Hey Leute, komm. Folge ist hier vorbei. Wir lassen das Ding. Setzen auf den Boden. Vielleicht haben wir Glück, aber... Nope. Torpedo hätte ein bisschen mehr Schaden machen müssen. Oder ein bisschen weiter vorne treffen müssen. Oder. Aber dass sie hier einfach wieder aufploppen und so... Fahrt zurück. Das wird nichts. Wir setzen uns hier auf den Meeresboden und sitzen die Sache aus, ne? Tauchen auf 150 Meter. Alle Maschinen stopp. 10 Meter. Das hat keinen Sinn, ne? Komm, das hat keinen Sinn mehr. Nicht uns. Wasserbomben in beträchtlicher Entfernung. Jetzt sind nämlich noch zwei andere unterwegs. Aber wir gehen auf 130 und hauen mal Rückwärtsgang rein. Ne? Ja Leute, alles muss mal ein Ende haben, so. Nächste Folge geht's weiter. Bis dahin. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren. Und ein Riesendank geht raus an meine Kanalunterstützer,
Gerte Lorelei, Sascha Tevis, ist halt so, Nagetermin, Stefan Freunde und LPMM. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Und ich sage, bis denn dann.